Hi, wir sind das Team Godot aus Hannover. Wir bestehen aus Andreas, aus Stefan und aus mir, Marco. Und wir sind mit Human Punishment letztes Jahr bei Kickstarter weltweit durchgestartet. Und wir freuen uns jetzt, euch das Spiel kurz vorzustellen. Viel Spaß! In Human Punishment geht es darum, dass die Maschinen die Weltherrschaft an sich reißen wollen und die Menschen kämpfen ums nackte Überleben. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Teams, davon 2 geheime und über 40 verschiedene geheime Rollen. Mit unterschiedlichen Fähigkeiten und jeweils einem wunderschönen Artwork. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Waffen, mit denen man seine Gegner besiegen kann und die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Jeder Spieler erhält 3 Karten und die Mehrheit der Farbe, die man von diesen 3 Karten hat, in dem Team ist man dann. Blau wäre Mensch, Rot Maschine und Grau Gesetzloser. Das Besondere an Human Punishment sind aber die Programmkarten, von denen es über 60 Stück gibt. Denn sie bringen etwas komplett Neues ins Spiel, denn jedes Spiel verhält sich komplett anders und fühlt sich anders an, da immer wieder andere Karten im Spiel sind mit anderen Effekten. Effekte von permanenten, die dauerhaft bleiben, bis hin zu einzigartigen, sogar welche, die das eigene Team verändern können oder andere Spieler dazu zwingen, das Team zu wechseln. Oder bereits ausgeschiedene Spieler wiederbeleben, oder man vielleicht sogar sich selber wiederbeleben kann, wenn man die richtige Karte dafür hat. Somit ist Human Punishment jedes Mal ein neues Erlebnis und egal welcher Spielerzahl man es spielt, es ist immer anders. Das Spiel geht von 4 bis 16 Spielern und dauert ca. 20 bis 90 Minuten und ist mit 10 Jahren problemlos spielbar.